Hallo und herzlich willkommen bei Car Ranger BMW iX. Hier steht das gute Stück. Der soll je nach Ausstattung ein bisschen über 600 Kilometer schaffen oder wenn er komplett voll ist, so wie hier, 599 Kilometer. Grund genug, dass wir mal ausprobieren, ist das so. Und heute trifft die echte Welt und E-Mobilität zusammen. Die echte Welt und Hypermiling. Heute werden Gefühle verletzt. Vielleicht die von BMW, vielleicht die von anderen YouTubern, vielleicht auch unser eigenes Ego. Und das Ziel ist, wir wollen zu einem Dreh, warum, wieso, weshalb, das erklären wir euch gleich mal im Auto. Und schon das erste, wo E-Mobilität und das echte Leben zusammentrifft. Ich stehe hier, mit 60% bin ich hergekommen, seit 5.20 Uhr, lade also eine Ewigkeit und bin jetzt bei 97%. Und ihr seht, wir brauchen noch 22 Minuten für die letzten 3%. Wer wartet denn für 3% Akku 22 Minuten? Niemand. Wir definitiv nicht. So, und jetzt wäre schon der erste Punkt, bei dem richtigen Hypermiling müsste das Ding ja sowas von bei 100% sein. Es wäre auch frisch gewaschen, damit wir weniger Luftwiderstand haben. Am besten nicht, wenn alles zugeklebt, damit wir so EQXX-mäßig 1000 Kilometer schaffen. Das wird nicht passieren. Welcome to the real life, Jackass. Denn wir gucken mal, was im echten Leben passiert. Denn es gibt ja eine echtes Leben-Reichweite. Von daher würde ich sagen, Tim, schwing dich rein. Im echten Leben gehen GoPros an und wir gucken mal, was hier die Reichweite ist. Wir haben sogar auch die 99 geschafft, also 99% Akku und 456 Kilometer Reichweite, sagt er jetzt. So, das heißt, wir machen das Auto an. Wir gönnen uns keine Sitzlüftung, keine Massage, ausnahmsweise keine Sitzheizung, keine Flächenheizung. Wir haben nur die Klima auf sehr schwach stehen, weil wir sind Menschen und ganz ohne Klima fände ich dann doch ein bisschen sehr schwach. Und wir gehen in My Modes in den Efficient Modus. So. Ah, freust du dich auf Hypermiling, Tim? Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich wollte sagen, hast du eigentlich so schon eine Meinung dazu und vor allem auch eine Meinung dazu, wie sich jetzt die Reichweite von diesem Auto in nächster Zeit entwickeln wird? Also die Reichweite muss ziemlich nach oben gehen, weil wir haben jetzt schon 1 Kilometer zugewonnen, nur dadurch, dass du den Mode geändert hast. Wow! So, und dann haben wir folgende Sache vor. Das heißt, wir fahren zu einem Drehort mit einem ganz leichten Umweg, sodass unsere Route zufällig 301 Kilometer lang ist. Das ist ein Zwischenziel nur. Bitte folgen Sie dem Richtungsanzeiger bei Verlassen rechts abbiegen und danach in die dritte Straße. Ja. Das heißt, theoretisch müssen wir dort ankommen. Fahren wir nicht in die falsche Richtung. Wieso? Wir müssen nach Heilbronn und dann in Richtung Würzburg hoch. Hm. Jetzt fragst du dich, warum habe ich dich nicht abgeholt, damit du jetzt hier filmen kannst. Das ist ganz einfach, Tim. Aua. Naja, auf jeden Fall. Wir müssten dort mit 50% Akku ankommen, dann hätten wir auch noch 50 für den Rückweg, um auf diese 600 Kilometer zu kommen. Das heißt, wir gucken mal, wie sich das so entwickelt. Ich werde unglaublich sanft mit dem Gaspedal umgehen. Da fängt die erste Umgewöhnung schon an. Und jetzt ist so die Grundsatzfrage, wie macht man eigentlich dieses Hypermiling-Reichweitenermittlung irgendwas? Und ich muss sagen, Hypermiling, wie es hier und da gemacht wird, auf YouTube, finde ich so richtig am Leben vorbei. Weil dann hast du meistens so ein nicht bremsen, krass motorisiertes Fahrzeug und findest dann raus, oh, wenn ich konstant 80 hinter einem LKW fahren würde, würde ich voll wenig damit verbrauchen. Das macht doch aber niemand. Also ganz im Ernst, wer macht das denn? Wer kauft sich denn so einen 5, 6, 700 PS Bock und fährt dann konstant 80? Also Tim, das machst nicht mal du mit dem 350 PS Auto. Nein. So, jetzt müssten wir auch noch vor dem LKW hier auf. Und deswegen ist meine Behauptung oder mein Versuch, wir fahren jetzt halt nicht 80, sondern wenn ich ein Auto für 130.000 Euro kaufe, ich will doch mindestens 100 fahren. Das ist Landstraßentempo. So, und deswegen ist jetzt der Tempomat, wie man sieht, bei 100 km/h gesetzt. Wir werden hinter einem LKW warten, um nicht den anderen Verkehr aufhalten. Aber diese 100 will ich doch mindestens fahren. Und deswegen rollen wir jetzt so mit unseren 100 dahin und probieren mal aus, wie sich die Reichweite entwickelt. Wir sind jetzt unterwegs und wir haben schon 10 Kilometer Reichweite verloren. Ah, blöd. Genau, so, dann können wir uns ja hier oben wahrscheinlich gleich mal so eine tolle Statistik vom Auto seit Laden und so anzeigen. Das bereiten wir nach und nach mal so ein kleines bisschen vor. Und ich würde sagen, so in 10 Kilometern ungefähr geben wir euch mal das erste Update, wie es so läuft und so das erste Feeling. Ja.
Yay, die ersten 10 Kilometer sind geschafft. Und hier daneben sieht man auch direkt das Problem von dem Auto. Da würde uns ja anzeigen, wie viel wir rekuperiert haben. Zumindest deutlich diese Anzeige so. Und wir haben da 0,0 stehen. Nämlich der nächste Punkt, so dieses Hypermiling-Thema, langsam eine lange Strecke fahren und E-Auto trifft irgendwie aufeinander. Und das ist eigentlich die dümmste Kombination, die man haben kann. Denn die E-Autos haben ja einen Vorteil gegenüber dem Verbrenner. Wenn ich irgendwo lang rolle, bergab oder so, oder für eine Ampelbremse, gewinne ich Energie zurück. Das heißt, ich habe nicht nur den Vorteil, dass ich nichts verbrauche in dem Moment, sondern ich habe auch gleichzeitig den Vorteil, dass ich wieder etwas zurückbekomme. Und genau das kann das E-Auto jetzt nicht ausnutzen. Denn, naja, dadurch, dass wir nicht verzögern und nichts derartiges haben, wird halt auch einfach nichts zurückgewonnen an Energie. Wir fahren jetzt hier dankbare 70 in der Baustelle. Das hilft ihm natürlich. Wir sind jetzt ja so ziemlich bei 20 Kilowattstunden. Das heißt, nahe dem, was als Normverbrauch angegeben ist. Interessanterweise haben wir uns aber gerade so bei 442 Kilometern Reichweite eingependelt und bis zu dem Zwischenziel, was ziemlich genau 100 Kilometer waren, wären wir bei einem Dreiviertel Akku. Das heißt, wir hätten für 100 Kilometer einen Viertel Akku verbraucht. Und das wäre zu viel, weil das würde bedeuten, dass wir nur 400 Kilometer bei 100 auf der Autobahn kommen. Und also es ist grundsätzlich eine schwierige Kombination. Warum machen wir das Ganze so falsch eigentlich? Weil ich persönlich, und Tim, du kannst gerne auch deine Meinung dazu sagen, und ja, er macht irgendwelche Gestensteuerungssachen, finde dieses, man fährt einfach im Kreis mit 80 hinter einem LKW her, halt super sinnlos für den Alltag. Weil erstens niemand von den Leuten fährt so und dann noch, wenn ich schon sinnlos im Kreis fahre, dann will ich wenigstens ein bisschen Spaß dabei haben. Und von daher haben wir es halt so gemacht, dass wir zu einem Drehort fahren, damit wenigstens das, die Energie, die wir schon aufwenden müssen, sinnvoll für euch in Videos genutzt wird und gucken mal, wie man da hinkommt. Und halt wie gesagt, also wir fahren gerade das Tempo, was erlaubt ist, aber man merkt, eigentlich müsste man in Deutschland schneller unterwegs sein, einfach um sich zu integrieren sozusagen. Und das kann also durchaus unangenehm werden, die nächsten Stunden, wenn wir so vor uns hinschleichen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt auf 600 Kilometer kommen sollten, weiß ich nicht, ob das jetzt der Alltag ist. Und von daher seht uns bitte halt nach, dass wir auf so ein paar typische Hypermiling-Themen verzichten, weil ja, wir haben auch eine Klima an und ja, wir sind zu schnell. Und das müsst ihr mal kommentieren, wie sollte man eigentlich sowas realistisch testen? Weil aus meiner Sicht sollte auch eine realistische Reichweite bei Autobahn 130 möglich sein. Und das wäre jetzt ja auch nicht übertrieben schnell. Wir reden ja nicht von die ganze Zeit in Begrenzung irgendwo. Aber es gibt eine Richtgeschwindigkeit. Nach der kann man sich auch richten. Aber wenn du die Kamera schon anders, lass uns doch mal so ein bisschen grundsätzlich über die E-Mobilität reden. Wie waren eigentlich deine Erfahrungen jetzt so in der letzten Woche, wo wir sehr viel mit diesem Auto unterwegs waren? Also ich finde, das mit dem Laden zum Beispiel, das merkt man gar nicht mehr. Also wir machen es ja meistens so, wir holen uns dann was zu essen nach dem Dreh. Und in der Zeit, wo wir gegessen haben, hat das Auto im Normalfall auch wieder so viel Strom gewonnen, dass es passt. Also ich finde es inzwischen eine gute Alternative für... Na, Langstrecken wird das falsche Wort für Mittelstrecken, glaube ich. Ja gut, wer jetzt als Langstrecke diese 1500 Kilometer in Urlaub definiert, da wird es dann vielleicht eher schwieriger. Aber bei uns so diese typischen 200-400 Kilometer zum Dreh, dann macht man zwischendurch mal eine Pause, packt was zusammen. Also es funktioniert für uns besser als gerade. Das Wichtige ist halt, nimm nicht die letzten 5% vom Akku mit. Komm halt irgendwo mit 30 an, lad auf 80, fahr wieder weiter und gut ist. Und versuch gar nicht erst irgendwie auf diese 100 zu kommen. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, das funktioniert ja nur, weil wenig Leute wie wir unterwegs sind. Weil du hast überall diese ganz schönen neuen Ladeparks, Ladesäulen, überall ist sowas aufgebaut und niemand benutzt es. Wenn jetzt auf einmal alle ein E-Auto hätten, da kann das durchaus gehen. Und merkst du, wie wir beschleunigen? Ich lasse auch das Auto beschleunigen im Efficient-Modus. Und guck mal, wir sind jetzt durch die Baustelle gerollt, also durch den Verbrauch ist nach oben gegangen. Aber wir haben rekuperiert, 100 Meter. Wow, und jetzt sind wir bei 439 Kilometer Reichweite. Ja. Also ich bin sehr, sehr skeptisch, stand jetzt, ob das irgendwie diese WLTP-Reichweite zu schaffen ist. Und ja, wie gesagt, dem Auto würde Stadt- und Landstraße mit Verzögerungsphasen gut tun, aber das hier ist das echte Leben. Wer 600 Kilometer fahren will, will das ja nicht am Tag in der Stadt machen, sondern der will Strecke hinter sich bringen. Und in Deutschland machst du das halt auf der Autobahn und 100 ist die niedrigst zumutbare Geschwindigkeit überhaupt. Und bevor wir uns jetzt hier weiter aufregen, würde ich sagen, wir rollen mal so ein bisschen mit unseren 100 dahin und dann ja, lassen wir mal so ein paar Kilometer vergehen. Woo!
50 Kilometer. Woo! Durchschnittsenergieverbrauch. Oh je, oh je, oh je. Und auch wenn wir mal unsere Restreichweite von 396 und die 52 Kilometer, die wir jetzt knapp zurückgelegt haben, zusammenrechnen, sind wir bei weniger als diesen 456. Und also wir machen ein paar Dinge falsch. Wir haben nicht unseren Reifendruck erhöht, weil wenn man das übertreibt, ist es sicherheitsrelevant. Das macht doch niemand im Alltag. Ist ein halbermaligen. Nein, wir sind nicht permanent in irgendeinem Windschatten. Ja, wir sind eine Nuance zu schnell, weil wir 100 statt 80 fahren. Also so, wir machen bewusst Dinge falsch, weil das ein echter Check ist. Aber das verstehe ich nicht mit dem Verbrauch. Weil das Spannende ist, ich habe das Auto ja von München zu mir gebracht und bin normal gefahren und habe weniger verbraucht als das. Also vielleicht ist die Erkenntnis, dass der Energieverbrauch bei konstanten 100 deutlich höher ist als bei so einer gemischten Fahrweise, wo auch mal immer 130, 140 dabei ist. Wo er auch rekuperieren kann. Wo er auch mal rekuperieren kann. Und ich weiß nicht, wie es ist. Ansonsten ist es verhältnismäßig kalt. Wir sind nur so bei 4, 5 Grad. Aber wir benutzen keine Sitz-, keine Flächenheizung. Inzwischen ist sogar das Ablendlicht ausgegangen. Wir sind nicht Lichtautomatik. Und ja, wir haben sowas wie die LED-Rückleuchten an. Aber erstens verbrauchen die kaum Strom. Und zweitens, Sicherheitsrelevanz muss da sein. Und es ist halt irgendwo ein Test fürs echte Leben. Als du das Fahrzeug von München geholt hast, war es doch auch kalt, oder? Nee, da war es warm. Das war ein schöner, warmer, sonniger Tag, an dem ich dann aber auch die Klimaanlage ordentlich anhatte im Auto. Und nicht auf der sehr Schwachstufe wie jetzt. Also ich verstehe nicht, warum wir gerade so viel Energieverbrauch haben. Das kann uns gerne also jemand von euch auch erklären, warum das so ist. Fakt ist, wir kommen jetzt angeblich mit 74% da an. Wir haben also 1% Restakku hinzugewonnen auf diese 100 Kilometer. Wir haben aber auch schon 5 bis 10 Minuten Ankunftszeit verloren, weil wir mit einem ungewohnt niedrigen Tempo unterwegs sind. Weiß nicht. Wir haben die ganze Zeit räumen wir halt diese 100. Wir haben keine Hindernisse und nichts. Also wer sich das von euch erklären kann, gerne. Es ist für ein E-Auto so gefühlt das undankbarste überhaupt. Was wir auf jeden Fall bis jetzt schon gelernt haben, Hypermiling ist nichts für uns. Weil einerseits, ich finde es total dumm, sinnlos im Kreis zu fahren. Das ist schon das eine. Aber auch so jetzt, was mache ich denn als Fahrer? Ich bin nur damit beschäftigt, anderen nicht auf den Nerven zu gehen und ihnen auszuweichen, dass sie mich nicht über den Haufen fahren. Weil wenn man es gewohnt ist, immer auch mit höheren Geschwindigkeiten irgendwo im Verkehrsfluss mit dabei zu sein, mit 100 bist du ein Hindernis. Das ist einfach so. Und von daher ist selbst das, was wir jetzt machen, noch nicht realitätsmäßig. Und ich bin gerade geneigt zu sagen, auf der Rückfahrt fahren wir mal normal und gucken, wie sich unser Verbrauch im Verhältnis entwickelt. Das wäre dann eigentlich deutlich realistischer. Wir nennen das Video dann trotzdem 600 Kilometer im iX, weil wir fahren ja trotzdem 600 Kilometer im iX, vielleicht nur mit Laden. Aber ja, das ist die echte Welt von Menschen, die zur Arbeit müssen und nicht wie wir hier chillen sozusagen. Was dann übrigens auch ganz spannend ist, oft wird ja so kritisiert, diese 100, 200 Autobahnvideos und Code, die man übrigens bei uns auf CarRanger Essence finden kann, die machen ja dann auch energetisch eigentlich viel mehr Sinn. Weil für so ein Hypermiling, da fährt irgendjemand eine ganze Tankfüllung oder einen ganzen Akku quer durch Europa. Sinnlos. Sinnlos. Ich meine, wir kombinieren es jetzt mit einem Dreh. Wobei man noch da sagen kann, ja, aber ihr haltet ja zwischendurch an und das erhöht ja dann wieder den Verbrauch und irgendwas. Ja, das ist das echte Leben. Menschen haben Bedürfnisse. Aber bei so einem Autobahnvideo, das sind ja effektiv, wie lange fährst du da Volllast? 10 Kilometer oder so? Also wirklich Volllast. Was zieht das Auto da durch? 50 Liter auf 100 Kilometer? Also reden wir von 5 Litern? Ja. Wir reden also von, ich habe mal 5 Liter für die Wissenschaft und den 100-200 Wert verbraucht, dann wird das zu einem ganzen Tank. Und für mich persönlich wäre eine 100-200 Zeit auch relevanter als dieses Fahrverhalten, welches ich nie an den Tag legen werde. Einfach auch, weil es für mich Stress ist, den anderen irgendwo auszuweichen und so explizit drauf zu sagen, dann guck mal, sind wir bei 23,3. Wir sind also deutlich über dem Normverbrauch noch und das völlig spaßbefreit. Aber das waren jetzt wieder so ein paar Kilometer. Tim, wie ist es für dich eigentlich gerade so, das Mitfahren hier? Naja, als Beifahrer ist es halt sehr, sehr, sehr langweilig und ich weiß auch nicht, also sonst überfahren wir ja zum Dreh, sind dann relativ fix da und dann geht's los und so denke ich mir die ganze Zeit echt noch 3 Stunden Auto fahren. Also es ist extrem langweilig und ich verstehe auch nicht, wie Menschen das 10, 12 Stunden machen können und also frage an der mich Stelle, auch, ob diese Menschen nicht BMW, arbeiten müssen. Den BMW für mich fahren. Respekt an alle Leute, die das 10, 12 Stunden durchhalten. Ich hatte gerade so Bock, einfach mal richtig. Ja. Aber ich kann nicht, weil wir sind jetzt schon wieder auf 23,6 hoch.
Und also wirklich, auch zwischen den Szenen, die hier aufgenommen sind, da müsst ihr uns einfach vertrauen, ich mache nichts anderes als jetzt. So, jetzt haken wir uns gleich an dem LKW ein, weil da kommen zwei Autos, die auch beide nicht sehr schnell sind, aber die fahren locker nur 110, 115 und die lassen wir dann vorbei. Also, wir ziehen mal durch und wir melden uns an dem Parkplatz, das ist nämlich unsere 100 Kilometer Markierung so ungefähr, und sagen mal, ob wir dann wirklich mit 74% dort angekommen sind. So, wir wissen noch nicht, was hier genau passiert, aber wir sehen auf jeden Fall Streifen auf dem Boden. Das ist übrigens sehr schöner, sehr neuer Asphalt. I30N. Der I30N, der uns eben komisch angeguckt hat, steht rechts. Ein LKW, Menschen auf der Fahrbahn. E-Klasse, was gibt es hier im Angebot? Sie macht eine Instagram-Story. Den geht es noch allen gut? Ja, aber... Sie stehen auf der Autobahn. Ich will ja nicht Schulz im i30N schieben, aber einfach aus Prinzip. So, dann, aber das ist auch ganz passend. Wir sind bei 95 Kilometern, dann können wir das ein kleines bisschen vorziehen. Wir schwanken, was die Restreichweite nach 110 Kilometern angeht, zwischen 75% und 76%. Und wir sind hier bei 22,2 Kilowattstunden. Das heißt, wir sind so knapp über der Werksangabe. Und das ist alles insofern ziemlich ernüchternd, dass ich weiß, dass ich auch im normalen Betrieb die Werksangabe fast erreichen kann. Ja. Und das Schöne ist, man könnte es auch drüber schreiben, BMW iX, 600 Kilometer, wie geht's? Weil wir erklären euch, also jetzt fühlst du dich angesprochen, Auto, ja? Es ist ja interessant herauszufinden, wie funktioniert es überhaupt. Meine Erwartungshaltung wäre jetzt eigentlich gewesen, wenn ich diese zurückhaltende Fahrweise habe, komme ich auf einen deutlich niedrigeren Verbrauch, komme dadurch an die 603 Kilometer WLTP-Reichweite ran, weiß natürlich, dass es nicht ideal ist, weil nur Autobahn für E-Fahrzeug und so weiter und so fort haben wir schon draus gemacht. Die eigentliche Erkenntnis ist jetzt aber, dass dieses langsame Fahren nichts bei diesem Auto bringt. Ja. Gar nichts. Bis jetzt. Also wir müssen nochmal zusammenfassen. Für mich wäre Hypermiling, glaube ich, inzwischen mit 130 zu fahren. Weil ich dann sagen würde, okay, ja, aber wenn ich jetzt einen großen Verbrenner hätte und könnte quasi im höchsten Gang eine niedrige Drehzahl fahren, dann würde ich, glaube ich, wirklich einen relativ guten Verbrauch erreichen können. Auch wenn wir uns, ist übrigens sehr lustig, die rechte Rückleuchte, und ich wäre die ganze Zeit wieder im Windschatten mit 18 und würde es beim Verbrenner weit was bringen. Aber ich habe das Gefühl, bei diesem Auto, wir fahren jetzt die ganze Zeit 90 hinter diesem LKW, wo das geht nicht nach unten. Ja, also das könnte ein E-Auto-Thema sein tatsächlich, weil ich bin ja zum Beispiel heute Morgen auch zu dir gefahren und du kennst ja die Strecke so ein bisschen. Da fahre ich ja auch die meiste Zeit, nee, ich bin nicht Autobahn, ich fahre Autobahn. Und da ist es die meiste Zeit auch 70, 80. So. Und tatsächlich, heute Morgen bin ich mit 10,5 angekommen. Und ich glaube, das ist auch bei mir unter Werksangabe, oder? Ich glaube, es ist ziemlich genau Werksangabe, ja. Bisschen drunter. Ja, gut. Ja, und das ist halt der Punkt mit einem Verbrenner, wenn du 80 fährst in einem hohen Gang, ja, du sparst viel. Hier, weiß ich nicht, ich glaube, er lebt vom Rekuperieren. Ja, genau, und da kommen wir auf 1,2 Kilometer, aber nur weil die Autobahn so geht und dann geht es auf der einen Seite, geht es nach unten, auf der anderen geht es wieder nach oben. Das heißt, wir spielen dieses Spiel. Also wir müssen auf jeden Fall zu dem Dreh fahren. Genau, also wir sind jetzt mal ehrlich, wir machen uns jetzt mal ehrlich, ja, und sagen hier bei der Navigation, dass wir uns quasi direkt zum finalen Ziel navigieren lassen und gucken mal auf unsere Ankunftszeit. Zielführung starten, so. 1 Stunde 49. Wir sind viel zu früh. Naja, aber das ist ja praktisch, dann können wir jetzt noch frühstücken. Also, weil wir halten hier mal so eine Sekunde fest. Unser Verbrauch ist jetzt 22,0 bei einer sehr, sehr unbefriedigenden Fahrweise. Und jetzt sind wir ehrlich mit euch, das ist nichts für Car Ranger. Ja, es macht aber allgemein, sage ich zumindest persönlich, keinen Sinn. Also es ist doch voll bescheuert, sowas zu machen. Oh, merkst du das? Der Fischenmotor, jetzt. Ja. Nee, aber wie viel... Warum tut man das und wie viel Zeit verlierst du eigentlich auf der Strecke? Ich musste heute Morgen, das klingt jetzt voll hart, 2 Stunden vorher aufstehen, weil wir gesagt haben, wir machen Hypermiling. 2 Stunden. Und wir machen nicht mal richtiges Hypermiling, weil ich von Anfang an gesagt habe, ja komm, wir fahren nicht 80, sondern zumindest dann 100. Wobei, das habe ich erst heute Morgen entschieden. Gestensteuerung. Und
Vor allem aber auch, dass man, wir wissen ja von Anfang an, das, was wir bis jetzt eben gemacht haben, ist kein realistischer Alltagswert und kein realistisches Alltagsvorgehen. Und wie ihr merkt, ich wechsle gerade in den Car Ranger Modus. Die ersten Autos werden überholt. Das Schildmeter 120 wird exakt eingehalten. Gangster-Modus, Tempomat von 21. Ja. Nee, aber jetzt mal ehrlich, wer von euch würde denn wirklich so fahren? Also ich könnte es nicht, ich könnte es aber auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass ich nach der angegebenen Zeit vom Navi ankomme. So. Weil das ist der Fall. Und wir sind ins echte Fahren gewechselt, es hat uns kein Auto mehr überholt. Der Verbrauch ist bis jetzt auf 21,8 gesunken, geht auch leicht bergab. Wir fahren jetzt wie echte Menschen und fahren uns eine Frühstückspause raus. Wohlgemerkt, genau nach 100 Kilometern fahren wir wie echte Menschen, das heißt genau. Mal bei 200 Kilometern ein Update geben. Genau, das heißt, wir fahren jetzt wie echte Menschen weiter, geben euch bei 200 Kilometern ein Update und frühstücken dann. Weil das haben wir uns irgendwo dann verdient und die Erkenntnis ist, welcome to the real life, Hypermiling ist Bullshit. Hypermiling für E-Autos doppelt unsinnig und E-Autos bringt das, zumindest dem iX, gar nicht mal so viel. Liegt vielleicht daran, dass er keinen CW-Wert von 0,20 wie ein EQS hat. Aber bei diesem Auto bringt es nichts. Das ist eine Erkenntnis. Das Video hat sich für euch gelohnt. Nehmt bitte eure Hasskommentare, die hat den ersten 2 Minuten formuliert habt, zurück. Seid freundlich zu uns, wir sind freundlich zu euch. Wie gesagt, außer vielleicht bei manchen Leuten wie dem Hersteller oder YouTuber, die das komisch ankommt. Aber wir sind halt so, wie wir sind und nach 100 Kilometern sind wir wieder live dabei. So, wir sind auseinandergegangen bei 100 Kilometern, 9.14 Uhr Ankunftszeit und 22,0, 22,1 sowas Verbrauch, oder? Waren wir vorhin. Ja. So, jetzt sind wir bei 200 Kilometern. 22,4, also unwesentlich mehr, und aus 914 ist 905 geworden. Das heißt, wir sind jetzt in ein normales, schnelleres Fahren reingekommen. Unsere Ankunftszeit geht nicht mehr auf 100 Kilometer 10 Minuten nach oben, sondern um 10 Minuten nach unten und wir haben fast den gleichen Verbrauch. Und das ist jetzt, glaube ich, das, was wir gelernt haben. Also ein iX läuft nach dem Motto, fahr einfach, mach dir jetzt nicht so die Gedanken, ob du 2 km mehr oder weniger hast. Wenn du Gas geben willst, dann gib halt Gas. Fahr das Ding. Und das ist das Interessante, dass also diese Verbrauchsauswirkung von ein paar km mehr nicht so krass sind wie gedacht. Gefühlt ist Gefälle und Steigung mehr, hat mehr Relevanz als ja, das bisschen, was man dann schneller oder langsamer. Weil wir fahren jetzt hier unsere 130 und diese 130 haben wir auch im Schnitt gemacht. Und das macht er halt ohne Probleme mit, einfach weil er auch ein bisschen mehr rekuperieren kann. Und das ist eine tolle Botschaft, die wir da irgendwo haben. Und Tim, du hast völlig zu Recht zwischendurch gesagt, also auch längere Strecken, eigentlich überhaupt kein Thema. Du machst halt immer dein Ladepäuschen zwischendurch und das ist in Ordnung. Tim ist nur gerade ein bisschen abgelenkt und Co. Ich habe mir nämlich ein neues Auto konfigurieren dürfen von meiner regulären Arbeit. Tim, wie würdest du das Auto, was ich, ohne es zu sagen, was es ist, optisch jetzt gerade, was du, wie gefällt es dir? Emotional Damage! Ah, es ist schon krass, aber... Aber? Die Leute werden es hassen? Nein, glaube ich nicht mal. Doch, werden sie. Doch, es ist was Neues. Die Menschen werden es hassen, aber es ist zu krass. Hast du die Rims gesehen? Ja, für das, was unter der Haube steckt. Ja, das, ich bin halt limitiert. Aber es sieht krass aus. Und ja. Denk dir jetzt noch die Innenfarbe dazu. Ja. Das schießt sich komplett raus. Ich werde gleich weiter konfigurieren, keine Angst. Genau, also wir haben hier Spaß im iX und das... Ja. Oh, jetzt waren wir eben dann mit 22,7, 22,8, eieiei. Aber ihr merkt, man kann einfach fahren damit. Und das ist das ganz, ganz, ganz Wichtige, was wir mitnehmen sollten. Übrigens dann Verbrauch nach zwei, oder Reichweite nach 200 Kilometern. Wir sind mit 99% gestartet, sind wir jetzt bei 54%, die wir noch haben. Und zwar 44 Kilometer Restreichweite. Die eigentliche Botschaft ist also diese 456, die er nach dem Laden angezeigt hat, ohne jetzt, dass ich genau weiß, wie auch das Fahrprofil von uns vorher war und so weiter, die sind exakt richtig. Das heißt, das, was sie dir beim Laden bei 100% angesagt hat, das schaffst du auch. Du darfst dann nur nicht an diese WLTP 600 denken. Und was auch gut ist bei BMW, muss man jetzt mal positiv anrechnen, wenn du auf der Website bist und klickst dann dein Fahrprofil von gemischt auf 100% Autobahn, sagt dir BMW, du kommst 400 Kilometer damit. Und wenn ich 400 Kilometer kommen will, dann kann ich hier aber mal ordentlich, also 400 Kilometer machen Spaß. 450 schaffst du auch. Und
Hypermiling, noch ein Gedanke dazu, im Gegensatz zum Verbrenner, du willst, also unter 10% willst du mit so einem Auto ja nicht fahren, du fühlst dich ja wirklich nicht mehr wohl, allein schon immer dieser Gedanke, was mache ich denn eigentlich, wenn ich liegen bleibe? Ja, ich werde vorher extrem langsam, aber was ist, wenn ich es gar nicht mehr zur Ladesäule schaffe? Und Co. Also das ist alles mit dem Verbrenner, sind diese Gedanken einfacher und hat man vielleicht auch mehr Mut mit 0 Kilometern Restreichweite. Ah ja, komm, eine Runde geht noch. Das hast du hier halt nicht und deswegen Hypermiling, E-Auto, sehr kritisch zu sehen. Und wir haben jetzt diese wichtige Verbrauchsbotschaft gehabt. Ich weiß nicht, was wollen wir noch sagen? Was sind deine Worte? Was überlegst Meine du? Worte sind gerade aktuell krasse Felgen, krasse Spurplatten auf dem Einser. Und keine Abgasanlagen? Ja. Ja. Deswegen, und ich bin immer dafür, dass mehr Sinn macht, halt 100, 200 zum Beispiel. Guck mal, wenn ich jetzt hier zum Beispiel in meinen persönlichen Modus gehe und man ist dann unterwegs und hat ja GoPros laufen, dann denkt sich dann, na gut, der wird jetzt eh keinen Platz machen, der Tiguan. Doch, macht Platz dann. Abgeregelt. Ja. Und das Geile ist halt jetzt, wir werden langsamer. Und wir sind exakt in der Schwelle der Rekuperation geblieben. Ja. Das heißt, wir haben den Großteil der Energie, die wir gerade ausgegeben haben, auch wieder zurückbekommen. Und das ist eigentlich ganz cool. Und mit dieser Freude möchte ich dann fast schon das Ganze beenden. Also 600 Kilometer im iX sind auf der Autobahn nicht realistisch. Hypermiling macht keinen Sinn. Nee, den iX kannst du einfach so fahren, wie er ist. Das sind die Botschaften, die wir mitnehmen. Und der Verbrauch, ob du jetzt 100 oder 130 fährst, also fahren 30% schneller und verbrauchen, ja, wie viel haben wir dann mehr verbraucht? 3%? Ja. Das ist gut. Ja, man muss aber dazu sagen, beim Hypermiling verliert man ja auch noch so viel Zeit. Ja, also, richtig. Das macht keinen Spaß. Und ich verstehe auch nicht, wie Menschen den ganzen Tag im Auto verbringen können, wenn sie es nicht müssen. Also, wenn man das muss, ist das ja okay. Ja gut, also du kannst schon den ganzen Tag im Auto verbringen, das macht Spaß. Tun die meisten, die zuschauen, haben ja Spaß dran, jetzt was ich einen Tag mit einer Lotus Elise über dem Alpenpass zu fahren. Ja, da hast du ja auch kein wirkliches Ziel. Du könntest doch Autobahn schneller nach Italien kommen. Ja, aber das ist ja nicht das, was ich meine. Genau, aber sich jetzt hinter diesen LKW da zu klemmen und dann 80 zu fahren und am besten hier aber auch Klima auszumachen, um noch weniger Energie zu verbrauchen, das würde mich persönlich sehr unglücklich machen. Ja. Gut, dann haben wir ganz viel Meinung gehabt, haben uns wahrscheinlich super viele Freunde überall gemacht, aber ihr wisst, wenn ihr jemals in einem iX sitzt, einfach draufdappen, ist egal. Benutzen. E-Autos sind zum Benutzen und zum Spaß haben da. Habt nicht so viel Angst davor. Tim und ich kommen auch in unserem Alltag, jetzt zumindest die letzte Woche, die wir damit unterwegs waren, super zurecht. Einfach mal mehr machen. Und dann enden wir mit dieser schönen Also sieht es nicht toll aus? Also Doch. Ich finde, das ist echt schön. Ja. Ich verstehe halt nur nicht, warum man das nicht irgendwie wechseln kann. Und genau darüber lassen wir uns natürlich im Car Ranger Einblick mal ordentlich aus. Dann gibt es noch viel mehr iX-Content. Kurzer Nachtrag, weil wir behauptet haben, das funktioniert zum Car Ranger Lifestyle. Wir haben uns ein paar Minuten eben rausgefahren. Es ist jetzt 8.27 Uhr und wir haben noch exakt 50% Akku, haben also 49% verfahren. Tim holt jetzt Frühstück, ich habe einen Termin und euch sagen wir dann, wie viel eine Frühstückspause beim McDonald's, beim Frühstücksanbieter eurer Wahl also gebracht hat. Und ja, das ist wir können noch mal zeigen, wie einfach das... Jetzt geht's nicht. Ja, willkommen in Deutschland. Hm?